Nicht? Jetzt? Sehr schön. Dann begrüße ich alle ganz herzlich zur 43. Fraktionssitzung am heutigen Tage und freue mich, dass ihr alle da seid, sowie ein Gast. Hallo Alex. Und wir beginnen wie immer. Ich lese erstmal die Tagesordnung vor, beziehungsweise schlage vor, dass ich die Sitzung leite. Und wenn dagegen niemand protestiert, dann mache ich das auch so. Tagesordnung haben wir heute 8. Die Eröffnung, zweitens Beschluss des Protokolls des Letztens, drittens Anträge an die Fraktionsversammlung, viertens Termine, fünftens Sonstiges, sechstens Berichte, siebtens nicht öffentlicher Teil und als achtens die Organklage, da erwarten wir einen Gast um 18 Uhr, den Herrn Professor Dr. Schneider, den wir ja beauftragt haben, der uns einfach mal noch ein paar Dinge erzählen will und wir da auch die Gelegenheit haben, nachzufragen. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann werden wir den Teil nicht protokollieren, sondern nur im Audio- und im Videostream wiedergeben. Ich denke, das sollte ausreichen. Eventuell kann man ja danach dann auch nochmal was zusammenfassen. Ich denke aber nicht, dass wir hier dann noch das Protokoll nach dem nicht öffentlichen Teil, der dann noch beantragt wird, dabei brauchen. Gibt es da noch Vorschläge, die da jetzt nicht reinpassen? Ansonsten bleibt ja immer Sonstiges für Diverses übrig. Fabio? Das mag ein bisschen ungewöhnlich sein. Ich würde euch nur ganz gerne schon jetzt bitten, einen Umlaufbeschluss abzustimmen, den ich eben per Twitter rumgeschickt hatte. Dann muss ich extra auf die Tagesordnung. Der Bitte schließe ich mich an und wir kommen dann zum... Ja? Ich hatte den vorhin an alle Abgeordneten verschickt, den Antrag auf einen nicht öffentlichen Teil in dieser Sitzung. Weiß nicht, ob du den schon gelesen und offensichtlich nicht mit eingearbeitet hast, es sei denn, ich hätte ihn jetzt übersehen. Na, wir haben hier einen Top 7 nicht öffentlicher Teil. Okay, dann ist das damit, dem ist damit Genüge getan. Genau, muss halt nur dann nochmal beantragt werden, dann müssen wir drüber abstimmen und dann. Ja. Gut, dann kommen wir. Dann verfahren wir jetzt erstmal nach der Tagesordnung und kommen zu der Abstimmung über das letzte Protokoll, welches im PET in Zeile 64 verlinkt ist. Gibt es dazu noch Anmerkungen oder anderes? Ansonsten frage ich, wer das so beschließen möchte. Muss auch bei dem, hier steht Stimmübertragung auf Phil, Susanne Graf. Ist das bei der Geschäftsstelle angekommen. Sehr schön. Dann hat Phil 2 Stimmen und Alexander Spieß delegiert auf Fabio. Fabio hat dann auch 2 Stimmen. Gut, dann frage ich, wer ist dafür? Das bin ich, der Heiko, der Pavel mit 2 Stimmen, der Simon Kowalewski enthält sich, Martin, Fabio, Christopher, Faxe, Wolfram und der Phil und alle anderen enthalten sich. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind hier die Anträge an die Fraktionsversammlung. Da haben wir als erstes die Resolution Ungarn, aktualisierte Fassung. Da sagt bestimmt Fabio was dazu, bitte. Ja, wir haben das beim letzten Mal oder beim letzten Mal schon besprochen. Wir haben jetzt einfach nochmal ein paar Zeilen verändert. Wir haben noch die Situation der Roma mit reingenommen. Der aktuelle Stand ist, dass CDU und SPD wohl nicht mit einsteigen werden in den Antrag und war ein Versuch wert, aber ist dann halt so. Gut, vielen Dank. Gibt es noch Nachfragen? Ansonsten kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, den Antrag so zu beschließen? Das sind alle Anwesenden mit allen Stimmen. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist die obligatorische Volksabstimmung bei Verfassungsänderungen. Ticket Nummer 4122. Und wer will dazu was sagen? Niemand? Fabio.
Ich habe mich dem einfach mal angenommen. Es war ja schon mal in der Fraktionssitzung darüber gesprochen worden. Das Feedback war grundsätzlich positiv. Und dann gab es noch einen Liquid-Beschluss dazu. Martin und Simon waren unter anderem auch mit drin und Faxe auch. Da gab es gar keine einzige Gegenstimme. Und dann habe ich das einfach mal mit dem Justizariat zusammen ausgearbeitet. Also zum Inhalt, es geht ja im Grunde genommen relativ platt darum, jede Änderung der Verfassung soll ab jetzt einer Volksabstimmung bedürfen. Es gibt schon den Artikel 100, da steht schon drin, dass zwei Artikel, also steht nach der aktuellen Regelung schon drin, dass zwei Artikel der bei der Änderung eben einer Volksabstimmung bedürfen. Und wir würden das dann einfach so ändern, dass ab jetzt alle Artikel einer Volksabstimmung bedürften in ihrer Änderung. Das haben ja die NRW-Piraten auch schon als Antrag gehabt. Es gibt auch zwei Bundesländer, in denen das jetzt schon so ist. Das sind Bayern und Hessen. Ich hatte da letzte Woche mit dem Innenrechtsquad nochmal drüber gesprochen. Da gab es auch positive Resonanz. Allerdings wurde eben auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es bestimmte Sachen in der Berliner Verfassung gibt, die relativ, ja, also jetzt nicht unbedingt Grundrechtsniveau haben. Also so Geschichten wie zum Beispiel mit, es gibt zwei Vizepräsidenten. Also einige der Sachen, die wir jetzt auch zum Beispiel durch unsere Organklage angreifen, könnte das Abgeordnete, also die eigentlich relativ simpel sind und die eigentlich auch, wo es ja auch, eigentlich auch darum geht, dass wir mehr Rechte wollen als kleine Fraktionen, als einzelne Abgeordnete oder ähnliches, könnten dann eben auch nur noch mit Hilfe einer Volksabstimmung geändert werden. Das wäre halt ein Punkt, der dagegen spricht. Aber bei allem inhaltlichen Kritikpunkten gibt es halt jetzt die Liquid-Abstimmung, die halt sehr eindeutig war. Deswegen hatte ich das jetzt einfach mal so, diesen Entwurf so ausgearbeitet. Noch ein Hinweis, und zwar, es war darauf verwiesen worden, also man könnte noch zwei Fragen stellen. Zum ersten die Frage, ja, wie soll das mit den Volksentscheiden konkret aussehen? Da haben wir uns jetzt tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht. Das wäre dann Aufgabe des Senats. Das fällt in deren Verantwortungsbereich. Das müsste also jetzt nicht in unserem Antrag geklärt werden. Und das Zweite ist, wenn wir jetzt den Artikel ändern, der sagt, dass bestimmte Artikel schon unter Änderungsschutz stehen, müsste das dann nicht auch in einer Volksabstimmung geklärt werden? So, also so eine juristische Feinheit. Und auch dazu kann ich halt sagen, kann sein, ist allerdings nicht so wahrscheinlich, weil es eben nicht darum geht, etwas zu kürzen oder irgendwem, also der Bevölkerung Rechte wegzuschneiden, sondern es geht da gerade darum, der Bevölkerung mehr Rechte zu geben. Das heißt, man kann es also gut begründen, warum jetzt für die Veränderung in diesem Sinne der Artikel 100 nicht einer Volksabstimmung bedürfte. Und zweiter Punkt, falls es doch so ist, müsste es der Senat organisieren. Also es betrifft uns wieder nicht. Das heißt, da können wir uns schön aus der Affäre ziehen und können diese Frage also unbeantwortet auch im Raum stehen lassen. Ja. Okay, vielen Dank. Dann gibt es keine weiteren Fragen und wir kommen zur Abstimmung. Ach so, ja bitte, Fabian. Ja. In welchem Verhältnis steht denn jetzt unser Antrag zu dem Antrag, der neulich im Plenum eingebracht wurde? Gab es nicht schon einen ähnlichen Antrag? Der von Simon? Simon hatte dazu gesprochen, glaube ich. Ja, aber der kam doch nicht von uns, oder? Der kam doch von den Grünen oder von den Linken ursprünglich. War das nicht so? Oder bringe ich da jetzt was völlig durcheinander? Also kannst du die genaue Sitzung sagen oder inhaltlich, worum es da irgendwie ging? Die letzte Plenarsitzung. Der Christopher kann, glaube ich, die Frage beantworten, bitte. Nee, der Antrag der Linken bezog sich auf ein Referendum, wenn die Stadt Berlin landeseigene Sachen verkauft. Darauf bezog sich das. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dass wir zur Abstimmung kommen. Und frage daher, wer ist dafür, diesem Antrag zuzustimmen? Das sind alle Anwesenden mit allen Stimmen, außer Christopher, der dagegen stimmt. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Antrag
bei dem es um die Neuordnung aber richtig geht, und zwar BIH. Wer möchte dazu sprechen? Ich schätze mal Heiko. Ja. Bitte. Da geht es um einen gemeinsamen Antrag von Linken, Grünen und Piraten, und zwar zur Neuregelung der Rechtsbeziehung der BIH mit dem Land Berlin. Lass mich kurz draufklicken. Und zwar geht es halt darum, dass wir die BIH jetzt neu aufstellen. Und zwar dahingehend, dass halt man jetzt weg will von diesem verwaltenden Konstrukt, was halt im Prinzip nur noch quasi das als Endlager dient, sondern man will halt dahingehend, dass man halt die ganzen Fonds rauskauft, dann halt die ganzen Immobilien außerhalb von Berlin irgendwie mal abstößen kann im Endeffekt und dann halt die landeseigenen Immobilien, die halt in Berlin als Wohnimmobilien etc. genutzt werden können, irgendwie konzentrieren und irgendwie an die Wohnungsbaugesellschaften rüber. Das ist irgendwie dieses Grobkonzept. Und da gibt es jetzt halt Änderungskonzepte, die jetzt schon umgesetzt wurden. Also die heißen ja nicht mehr BIH, sondern die sind ja jetzt Berlinovo, nicht Berlinovo, wie heißen sie denn jetzt schon wieder? Das ändert sich ja ganz schnell. Zack, der aktuelle Name ist jetzt gerade gekloppt. Wie heißen sie denn jetzt gerade? Doch, Berlinovo heißen sie jetzt gerade. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir halt vom Senat an der Stelle endlich ein klares Konzept haben wollen, wie sie damit umgehen wollen, die Fonds rauszukaufen. Also das ganze Ding gehört dem Land Berlin ja noch nicht. Also wir bürgen zwar nur für alles, was, also wenn das Ding vor die Wand fährt, müssen wir die ganzen Schulden bezahlen. Aber uns gehört immer noch nicht alles aus diesen Fonds. Und solange uns die Fonds nicht komplett gehören, können wir halt mit den Dingern auch nichts machen. Also wir können die Fonds nicht abwickeln, wir können die Gebäude innerhalb dieser Fonds nicht veräußern. Also wir können im Prinzip nicht viel machen, außer halt quasi weiterhin dieses Zeug verwalten. Und bisher kriegen wir im Unterausschuss Vermögen immer keine Antworten von der Senatsverwaltung für Finanzen, wie sie denn, also immer wenn wir fragen, okay, wie wollt ihr denn die restlichen Fonds da rausbekommen, gibt es immer nur die Antwort, ja, das schaffen wir bis 2013, macht euch mal keine Sorgen, kriegen wir hin, kein Problem. Aber ein genaues Konzept, wie es in der Zeit wirklich bis zum Ende durchgezogen wird, also bis auch, jetzt haben sie das zu Aktienrecht etc. umgesetzt, also da muss man halt, also wie sie das jetzt genau machen wollen. Das ist der erste Punkt, dass sie halt mal endlich eine Linie ziehen sollen, wie sie da rangehen wollen, weil sonst diese ganze Neuordnung, diese Rechtsbeziehung lohnt sich halt nur, wenn man halt diese ganzen Fonds da rausbekommt etc. Und wenn das halt nicht passiert, dann haben wir das Zeug halt noch für die nächsten Jahre am Hacken und dann können wir damit immer noch nichts machen. Und wenn das dann irgendwie passiert ist, dann wollen wir halt auch noch wissen, dass wir, also wollen wir halt von Ihnen ein Konzept haben, was Sie vor allen Dingen mit diesen ganzen Immobilien dann machen wollen. Da gibt es nur so nebulös, dass man irgendwie die Wohnobjekte innerhalb Berlins behalten will, vielleicht doch nicht oder nur Teile davon oder sonst wie was. Und da wollen wir halt genau wissen, was Sie mit diesen gesamten Immobilienbeständen machen wollen, weil das erstreckt sich ja über die ganze Welt, das Zeug. Wenn man es halt so raushört, also muss man halt mal schauen, was sie damit machen, weil es ist ja nicht nur Schrott theoretisch drin, da sind ja auch ein paar Sachen drin, die auch ein bisschen was Wert haben. Und wenn man dann einfach nur sagt, okay, so schnell wie möglich alles verkaufen, kann ja auch nicht unbedingt das Ziel von dem ganzen Teil sein. Genau, und dann wollen wir halt auch noch, dass der Prüfbericht des Rechnungshofes uns vorgelegt wird und bis zum 28. Februar sollen die uns halt berichten, was sie damit jetzt gemacht haben. Ja, das ist der Antrag, den wir da einbringen. Hintergrund noch ist ja, wir haben ja diese verpatzte Situation bezüglich des Gesetzes, worauf sich dieser Antrag dann auch bezieht, ist ja durch einen Formfehler nochmal quasi zurückkatapultiert worden in die Ausschüsse, also wird ja also nochmal in die erste Lesung zurück. Deswegen ist jetzt ganz gut, diesen Antrag jetzt mit einzubringen, weil wir quasi jetzt in den Ausschüssen nochmal darüber reden und das dann quasi parallel dann alles laufen würde. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Nee. Pavel, bitte. Vielleicht kannst du. Ja, bitte. Ja, ich wollte nur anmerken, dass ich begrüße, dass es gelungen ist, einen weiteren Antrag gemeinsam mit der Linken und mit den Grünen zu stellen. Und danke dafür, ja. Ja, finde ich auch gut. Jetzt, bevor wir zur Abstimmung kommen, noch eine Nachfrage vom Protokoll der Geschäftsstelle. Und dem Protokoll liegt nämlich keine Stimmübertragung an Pavel vor. Allerdings stimmt er fröhlich mit zwei Bällchen ab. Vielleicht kann das irgendwie
nachgeholt werden. Ansonsten müssen wir dir das halt erstmal entziehen, das zweite Bällchen. Ja, irgendwie dafür sorgen, dass also an geschäftsstelle@piratenfraktion-berlin.de die Stimmübertragung schriftlich bekannt gegeben wird oder per Fax oder wie auch immer. Und ja, wir müssen da halt irgendwie ein bisschen genau sein, weil sonst geht es halt schief. Aber ich Nein, ich mir wurde gesagt, also Faxe wusste von irgendwas offenbar, weil er mir ein zweites Paar hingelegt hat. Ja. Ich denke auch, bis sich das geklärt hat, stimmt Pavel einfach mit einem ab und die entsprechenden Abstimmungen, die vorhergehenden, danke nochmal für den Hinweis, korrigieren wir dann einfach auch. Ich glaube auch nicht, dass das an den Ergebnissen jetzt auch ganz viel ändern wird. Ich muss ja darauf hinweisen. Wir kommen jetzt aber zur Abstimmung. Deswegen frage ich, wer stimmt dem Antrag von Heiko bzw. dem gemeinsamen Antrag mit den Grünen und den Linken so zu. Das sind alle mit allen Stimmen. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Termine und da gibt es den 22.10. 18.30 Uhr im AGH Werkstattgespräch zu Roma in Berlin mit Schwerpunkt Bildung. Ich gehe davon aus, da sind alle fröhlich eingeladen und es wird sich gefreut, wenn möglichst viele kommen. Dann fällt mir noch ein, am Wochenende ist Fraktionentreffen. Außer Christopher, der nicht kann, gehe ich davon aus, dass sonst fast alle da sein werden. Gerwald? Ich kann auch nicht da sein, weil eine Gebietsversammlung steht in Zehlendorf auf den Samstag belegt worden ist. Gut, Phil? Ja, bei mir ist der Termin auch sehr unsicher aufgrund eines privaten Problems. Okay. Gut. Dito. Dann vielen Dank. Wir kommen damit auch schon zum nächsten Top, das ist Sonstiges. Und da geht es um den Umgang mit der Tagesordnung während der Plenarsitzung. Ich weiß nicht, wer das dort eingetragen hat. Mir persönlich fällt dazu natürlich ein, dass wir mal vereinbart hatten, dass... Achso, Heiko, bitte. Ja, den Punkt habe ich da jetzt reingefügt. Weil wir uns ja immer wieder darüber unterhalten, wie sieht das eigentlich aus, wenn um 18 Uhr die parlamentarischen Geschäftsführer sich in den hinteren Raum zurückziehen und wir dann munter anfangen, die ganze Tagesordnung quasi zu vertagen, ohne Beratung oder umzumodeln und sonst wie was. Und da will ich jetzt einfach mal völlig frei, also wir haben ja Zeit gerade, darüber reden, wie ihr das seht, also wie wir in Zukunft damit umgehen wollen, ob wir das weiterhin mit beim Status quo belassen, also dass wir quasi um 18 Uhr halt wieder neu verhandeln dann alles, also dass wir dann uns dann hinsetzen können und ich dann rumgehe und dann euch frage, wollt ihr dazu reden oder wollt ihr nicht dazu reden? Oder ob wir sagen, wir ändern die Tagesordnung ab dem Mittwoch quasi nicht mehr. Also wenn am Mittwoch die kleine Geschäftsführerrunde ist, wo dann die endgültige Tagesordnung festgeklopft wird, also die Tagesordnung, bis das Plenum anfängt. Und sonst lassen wir halt, also stellen wir uns halt quasi bei allen Sachen quer und sagen, nö, ist nicht. Was halt nicht bedeutet, dass nicht noch Tagesordnung geändert werden kann, weil Tagesordnung, also Änderung der Tagesordnung ist jederzeit mit einem Mehrheitsbeschluss möglich. Also da, dass wir das bei der PGF-Runde im Hintergrund machen, heißt nur, dass es konsensmäßig passiert. Die Tagesordnung kann dann natürlich auch immer noch per Mehrheitsbeschluss geändert werden. Dann gibt es natürlich mehrere Optionen, wie wir damit umgehen können. Wir können zum Beispiel sagen, also wir können jetzt hier heute darüber reden, dass wir zum Beispiel nur unsere eigenen Tagesordnungspunkte generell fix lassen und wenn die anderen ihre Tagesordnungspunkte, also wenn die Grünen dann ihre runternehmen wollen, dann sagen wir, okay, das sind eure Tagesordnungspunkte, damit macht ihr, was ihr wollt. Oder wir sagen dann jedes Mal, nee, wir wollen trotzdem an der Stelle beraten und dann würde ich jetzt erstmal die Diskussion aufmachen. Gut, dann habe ich Simon Kowalewski und danach mich auf der Redeliste. Was Christopher vergessen? Christopher? Ja, dann setze ich den nach Simon drauf. Jo. Also ich finde den Vorschlag von Heiko, einfach nach der kleinen Geschäftsführerrunde keinerlei Änderungen mehr durchzuführen, eigentlich sehr gut. Es führt immer wieder zu Problemen, wenn irgendwie ganz kurzfristig irgendwie Tagesordnungspunkte gestrichen werden. Nicht, weil die dann weg sind, das mag ja sogar manchmal sinnvoll sein, aber eben auch, weil sich dann alles andere verschiebt. Und habe auch schon oft gehört, dass Leute irgendwie jetzt wegen speziellen Tagesordnungspunkten extra hierher gekommen sind, dann waren die aber leider schon irgendwie eine Stunde vorher.
Und auch wenn man selber irgendwie sich abstimmen muss, wenn es irgendwelche Gespräche gibt, die man irgendwie noch plant und so, ist es immer schwierig, wenn dann plötzlich irgendwie sich die Tagesordnung ändert. Wenn ein Punkt tatsächlich einfach dadurch hinfällig wird, dass er sich inzwischen erledigt hat und das eben erst so kurzfristig bekannt wird, dann könnte man da im Einzelfall mal eine Ausnahme machen, aber diese ständige Vertageritis ist mir halt einfach auch in der letzten Zeit schon extrem auf die Nerven gegangen. Gut, vielen Dank. Dann habe ich Christopher. Ja, ich persönlich finde das mit dem Vertagen auch schwierig, unter dem Gesichtspunkt, dass die Leute teilweise kommen, um sich Sachen irgendwie anzuschauen. Ich finde es aber auch deswegen schwierig, weil ja behauptet wird, das kann man hier alles irgendwie in einem Halbtagsparlament machen und dann hat man halt in 2 Wochen immer nur einen Plenartag, der fängt halt um 13 Uhr an und geht dann immer nach geplanter Tagesordnung bis 4 Uhr morgens oder so, also nicht immer, aber ab und zu und dann vertagt man halt fröhlich und ich wäre dann aber auch konstruktiv dafür, dass wir versuchen, uns für sowas wie einen zweiten Plenartag einzusetzen. Also, dass wir halt irgendwie sagen, wir machen Donnerstag und Freitag Plenum oder wir fangen halt irgendwie Donnerstag schon um 10 Uhr an, machen halt bis 18 Uhr und machen dann halt am Freitag nochmal ab 13 Uhr oder so. Also, weil perspektivisch sehe ich das auch eher kritisch. Okay, danke. Dann bin ich dran, danach Wolfram und Pavel. Ich hatte ja auch mal sowas schon angesprochen mal und ich denke auch, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, das halt mit Ankündigungen zu machen. Das heißt, wir sagen halt meinetwegen das nächste Mal, lassen wir uns noch darauf ein. Danach teilen wir eben aber auch in den Geschäftsführerrunden mit und im Ältestenrat, dass wir uns in Zukunft nicht mehr darauf einlassen können, sodass die anderen sich darauf einstellen können, weil es gibt ja immer auch die Möglichkeit, bestimmte Dinge dann einfach auch schon im Ältestenrat zu vertagen und dort sich eben klar zu werden, wie lange dauert die Sitzung und dann eben nicht eine Sitzung einzuberufen, die eben bis 2 Uhr nachts oder wie lange auch immer dauert. Das fände ich an der Stelle gut und im Übrigen entsprechen wir damit ja auch einer Bitte des Präsidenten, der das mal ausdrücklich gefordert hatte und darum gebeten hatte, dass sich die Fraktionen darauf einigen und sich in der Lage sehen, das tatsächlich im Ältestenrat die ursprüngliche Tagesordnung dann festzulegen und wenn dann noch eine Änderung notwendig ist, in der Geschäftsführerrunde am Mittwoch das zu machen, das fände ich jetzt auch noch okay. Und danach, meinetwegen im äußersten Notfall, aber im Moment ist es die Regel und ich möchte es wirklich zur äußersten Ausnahme dann verkommen. Ich würde mich aber nicht dagegen verwehren, dann wenn halt wirklich noch irgendwas ist, sich dann auch mal auf sowas einzulassen, aber halt nicht mehr sozusagen das den üblichen Turnus machen zu lassen. Jetzt der Wolfram, Pavel, Heiko und Martin. Also, hörst du so laut? Das Ding. Also erstmal ein Plus 1 für Andreas. Also ich würde auch sagen, absolute Ausnahme. Ich würde mir allerdings die Ausnahme auch nicht verbauen lassen, denn wenn wir eine Tagesordnung sagen wir mal, bis um 2 oder sonst was haben, dann ist das Vertagen oder Wegdelegieren von Tagesordnungspunkten vielleicht einfach eine Überlebensfrage. Ich würde allerdings auch noch zu bedenken geben, wenn also künftig die Vertagung vorher schon geklärt werden sollen in der Geschäftsführerrunde im Ältestenrat, dann haben wir das Problem, dass man nicht wie im Plenum Rücksprache halten kann mit den Fachpolitikern, die also zu dem Thema reden wollen oder wollten. Heiko rennt ja im Augenblick immer rum und fragt, ob das okay ist, wenn zu einem Punkt nicht geredet wird. In diesem Falle hätten wir dann die Möglichkeit nicht mehr, beziehungsweise müssten das irgendwie über Twitter oder sonstige Kanäle fragen oder wir müssten vorher schon verabreden, welche Punkte Verhandlungsmasse sind und welche nicht. Gut, dann Pavel und danach Heiko, Gerhard und Martin. So, ja, ich finde auch, man sollte sich jetzt Flexibilität nicht komplett verbauen und auch konstruktiv Vorschläge machen, den Vorschlag gegebenenfalls
dann die Sitzung an einen weiteren Sitzungstag zu machen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, der Freitagnachmittag im Anschluss an die Plenarsitzung würde sich dort beispielsweise anbieten. Da gibt es meines Wissens keine Ausschusssitzungen und auch sonst keine Termine. Das heißt, aus meiner Sicht spräche nichts dagegen zu sagen, gut, wenn man Donnerstagabend nicht fertig wird, gibt es eben Freitagnachmittag nochmal Plenarsitzung. Das zum einen. Zum anderen könnte man ja durchaus auch jetzt, das wäre die Frage technisch gesehen, dann in der Ältestenrunde bei der Vorbereitung, ob man da nicht quasi von vornherein dann schon von unserer Seite aus einfach Anträge auf Vertagung stellt, sodass es auf jeden Fall dass das schon mal die Anträge, die aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht drankommen, quasi schon vorher markiert sind, dass man quasi vorher schon weiß, okay, hier an der Stelle wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Schnitt erfolgen. Das wäre auf jeden Fall auch ein kleiner Schritt, der möglich wäre. Also eine Zweiteilung der Tagesordnung vorneweg. Ja, danke. Heiko, bitte. Ja, erstmal zu Wolfram, was mit der Nachfrage etc. Es würde natürlich dazu führen, dass wir an dem Dienstag heute zum Beispiel, wenn wir die Anträge ins Plenum, also heute beschließen wir ja Anträge, die dann ins Plenum reinkommen, dann kommen von den anderen ja auch. Das heißt, morgen haben wir die erste PGF-Runde, wo wir quasi wissen, welche Anträge alle sind. Das heißt, man könnte dann, also man müsste sich dann halt quasi vorher schon überlegen, wie wichtig ist es dazu, zu sagen, man möchte darüber im Plenum reden. Dass man das dann morgen in die erste PGF-Runde schon mitkriegt, dann wo man halt morgen quasi schon andeuten könnte, wie es dann ist. Festgeklopft, also die erste Abwicklung, die dann halt auch Zeiten mit drin hat, also die Einladung, die dann veröffentlicht wird mit den Zeiten, passiert dann nach der Ältestenratssitzung nächste Woche Dienstag. Das heißt, bis dahin müsste man dann quasi Rücksprache haben, wo man dann, also wenn wir das jetzt ernst meinen, mit dem spätestens nächste Woche Dienstag im Ältestenrat zum Beispiel, müsste man bis dahin dann klären, okay, ja, dazu will ich reden und auch, egal wann, also auf jeden Fall bleibe ich dabei oder dazu will ich auf jeden Fall nicht reden. Und dann kann man das halt festklopfen. Oder wir klären das halt endgültig auf dem Dienstag vor der Plenarsitzung, wenn wir die Abwicklung hier auch komplett besprechen. Und dann wird es in einer kleinen PGF-Runde am Mittwoch alles festgeklärt. Dann zusätzliche Plenartage. Also wir haben ja alleine schon festgestellt, als wir quasi zwei Plenartage alle zwei Wochen, sondern als wir nur diese paar zusätzliche Plenartage 2013 haben wollten, dass die Koalition da auf keinen Fall mitspielen wird. Vor allen Dingen wird die gesamte Diskussion an der Stelle dahin gehen, dass das hier ein Halbtagsparlament ist und man dem hier ja nicht noch mehr zumuten kann. Die Diskussion an der Stelle läuft, also Vollzeitparlament Berlin, aber das wird halt wahrscheinlich nicht mehr. Also das ist in absehbarer Zeit, werden wir hier keine zusätzlichen Plenartage, jedenfalls nicht in der Menge haben, um quasi es zu ermöglichen, dass wir hier 20 Anträge oder noch mehr beschließen können. Vor allen Dingen müssen wir auch gerade bedenken, dadurch, dass wir die erste große Anfrage gestellt haben, haben die Grünen anscheinend kapiert, hey, das Mittel gibt es ja doch noch. Und die werden jetzt wahrscheinlich regelmäßig große Anfragen wieder einbringen, damit sie quasi, statt weil die Anträge ja immer hinten landen, aber sie verpacken jetzt einfach ihre Anträge oder ihre Themen, die sie haben, in große Anfragen, damit sie halt quasi vorher behandelt werden, damit sie halt quasi ihre Themen dann setzen können. Das wird wahrscheinlich wieder zunehmen und wir werden uns dann bald wieder darüber diskutieren, ob wir dieses Mittel nicht wieder zurechtstutzen müssen. Ins Blaue mal geraten. Wir kennen ja von den BVVen zum Beispiel dieses feste Zeitenmodell. Also die BVVen, die machen ja dann knallhart Schluss und vertagen dann am Ende. Das wäre ja auch noch so eine Möglichkeit, die wir auch noch mit in die Diskussion reinnehmen könnten, dass wir sagen, okay, das Abgeordnetenhaus tagt von 13 bis 10 Uhr. Und die Anträge, die halt darüber hinausgehen, werden dann halt quasi vertagt, also standardmäßig vertagt.
Und dann müssen wir uns halt auch immer überlegen, ob wir bestimmte Anträge gleich ohne Beratung machen, damit sie halt quasi in die Ausschüsse mit reinkommen. Oder wir sagen, okay, nee, wir wollen unbedingt in der ersten Lesung oder sonst wie was die Anträge beim ersten Mal auch beraten. Dann müssen wir halt so lange warten, bis die Anträge dann mal dran sind, weil halt vor allen Dingen das Fenster am Ende halt meistens bei den Anträgen liegt. Also wir haben ja die normale Tagesordnung so, dass halt bis zu den Prioritäten und dann halt noch die Beschlussempfehlungen beziehungsweise die ersten Lesungen der Gesetze und zweiten Lesungen, und dann ist ja im Prinzip auch schon, ich sag mal, die reguläre Tagesordnung fast zu Ende, weil dann ist es 20 oder 21 Uhr, und dann kommt noch ein oder zwei Anträge, so war es halt in den letzten Zeiten, so wird es wahrscheinlich in Zukunft auch sein, weil halt alleine das Abarbeiten von den Sachen, die wiederkommen, dazu führt, dass es bis 20 Uhr immer geht, und dann wird es meistens, also wird in Zukunft wahrscheinlich häufiger so sein, dass Anträge ohne Beratung gleich in die Ausschüsse dann gehen werden. Ja, und dann plädiere ich auch immer dafür, also wie Pavel schon gesagt hat, keine komplette Abbildung an der Stelle zu machen, sodass halt die Geschäftsordnung etc. hat dieses Mittel extra drin, Änderung der Tagesordnung, das ist ein wichtiges Mittel, sodass wir uns halt auch immer die Möglichkeit haben, auf Unvorhergesehenes zu reagieren oder dann halt doch mal zu sagen. Oder man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn man halt auf die Besucherränge um 21 Uhr schaut und dort sitzt kein Mensch, dann kann man sich halt auch überlegen, okay, für was machen wir das gerade an der Stelle? Also halte ich meine Rede nur, damit sie im Protokoll steht, damit sie am Ende keiner liest? Machen wir gerade an der Stelle nicht auch ein bisschen Selbstbeschäftigung, die wir sinnvoller benutzen können? Zum Beispiel einfach, indem ich mal nach Hause gehe, mich wieder ausschlafe oder sonst was machen, weil am nächsten Tag wieder ein Ausschuss ist. Es sind ja nicht so, dass am Freitag immer keine Ausschüsse sind, manche haben ja auch Ausschüsse da. Also das sind halt auch so eine Argumentation, also die man dann auch mit reinfließen lassen kann. Okay. Danke, jetzt habe ich Gerwald, Martin und Phil. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist, bei der ganzen Vertagerei nie gesagt wird, zu wann das vertagt wird. Also es mal steht im Raum. Dann hätte ich auch mal gerne gewusst, wie viele Punkte inzwischen sich so angesammelt haben durch die Vertagung. Gut, ein großer Teil fährt ja weg, weil es erste Lesung war. Das kann man sich schenken, geht in die zweite gleich automatisch, spart man ein paar Punkte. Und dann hätte ich noch auch die Unterstützung für donnerstags ab 10 Uhr anfangen. Man weiß ja im Vorfeld, ja, die Tagesordnung wird heute mal ein bisschen dicker, dass man auch entsprechend früher anfängt, um das abzufangen. Und was vielleicht auch noch sinnvoll wäre, dass man Redezeitbegrenzung für Senat und Bürgermeister vielleicht mal macht. Die reden doch manchmal ganz schön lange. Martin? Also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich zugehört habe und nicht feststellen kann, was jetzt irgendwie die Meinung der Fraktion ist. So wie sich das mit mir bisher für mich darstellt, ist, alles bleibt beim Alten, bis auf den Vorschlag, man macht eine extra Tagesordnung oder eine Begrenzung der Sitzungszeit. Weil alles, was hier gesagt wurde, ist bereits schon so. Die ständig verändernde Tagesordnung seit Antragsschluss, das ist etwas, was wir kennen, seit wir in diesem Parlament sitzen. Das ist immer aus den Geschäftsführerrunden, die wird in unserem Redline-System aktualisiert. Da steht dann Beratungsvorbehalt oder vertagt. Die Tagesordnung, die dann feststeht, ist auch schon seit Anfang an die am Mittwoch um 12 in der Pressekonferenz des Abgeordnetenhauses verkündigt wird. Also das ist bis dahin mehr oder weniger öffentlich. Man stellt's, manchmal ist es Mittwoch früh schon online auf der Webseite, selten aber vor dem Ende der kleinen Geschäftsführerrunde. Also da kann man immer noch was ändern. Der Hinweis an die Fraktion bei den eigenen Anträgen und bei Anträgen anderer, wo man dann eventuell redet, auch klarzustellen, ob man dazu reden muss oder nicht, um dann frühzeitig verhandeln zu können, auch am Mittwoch noch in der kleinen Geschäftsführerrunde, der ist auch schon seit Anfang des Jahres mehrfach ergangen. Ich glaube, den erhält Heike auch gerne aufrecht, weil es hilft so in der Arbeit. Also wenn man sagt, man möchte sich noch Flexibilität erhalten, dann ist es genau das, was jetzt auch schon passiert. So. Man muss halt nur klar sagen, was man möchte. Es gibt auch Mitglieder dieser Fraktion, die regelmäßig auch, oder nicht regelmäßig, aber mehrfach in Sitzungen gesagt haben, ach naja, jetzt muss ich jetzt doch nicht mehr reden. Oder kann man das nicht doch noch vertagen, was meistens gute Gründe gehabt hat, weil vielleicht einfach der Punkt
nicht mehr rechtzeitig drankommt, sodass die Leute, die da zugucken wollten, gar nicht mehr da sind, gar keine Zeit mehr haben oder irgendwelche Verbände Sitzungen haben, die das dann betrifft und man das dann vielleicht doch eine Woche später behandeln möchte. Also diese Flexibilität würde ich mir auch gerne erhalten. Das ist aber, wie gesagt, der Status quo. Da braucht man nichts ändern. Worum ich bitten würde, weil ich den Status quo so an sich auch nicht schlecht finde, ist halt vorher klar zu machen, was man definitiv auch von anderen Fraktionen auf der Tagesordnung nicht in der Verhandlungsmasse sieht. Wo man halt sagt, so die drei Anträge der Linken zum Schulmädchen oder Mädchenfußball oder Sportzeugs, die möchte man jetzt unbedingt verhandeln, dann kann man das in der Geschäftsführerrunde auch sagen. Und sagen, nö. Den wollen wir jetzt zu reden. Bei Vertagen hat man da sowieso keine Handhabe, weil die Vertagung ist ein Recht der antragstellenden Fraktion. Dafür braucht man auch keinen Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Denn zu Gerwald, du bringst da mehrere Dinge durcheinander. Vertagung findet natürlich immer zur nächsten Sitzung statt. So. Da kann man auch nicht sagen zur übernächsten Sitzung, weil Vertagung heißt Vertagung. Die erste Lesung ist dann beendet, wenn die erste Lesung beendet ist. Die geht nicht automatisch in die zweite über. Die zweite Lesung kann erst stattfinden, wenn es eine Ausschussberatung gegeben hat. Das ist also auch völlig klar. Und im Prinzip gibt es zwei unterschiedliche Sachen, wie die Tagesordnung ändern. Entweder man redet nicht mehr dazu, dann wird es einfach aufgerufen und überwiesen oder abgestimmt. Oder aber man sagt, man möchte das vertagen. Oder eine andere Fraktion sagt, sie möchte den Tagesordnungspunkt vertagen. Was ich gut finde, was ich auch realistisch durchführbar finde, weil ich weiß, zum Beispiel die CDU ist da auch dafür, ist einen festen Anfangs- und Endzeitpunkt für eine Sitzung. Dass man halt sagt, von 10 bis 22 Uhr. Lange Zeit. Kann man viel schaffen und erfahrungsgemäß schafft man ja mehr als in der Zeit sowieso nicht. Auch mit dem 13 bis Open End nicht, weil das wird ja vertagt. Dafür wäre ich auch, da könnte man eine Änderung der Geschäftsordnung machen. Was ich, wie gesagt, wo mir nicht ganz klar ist, was die Versammlung eigentlich möchte und was ich auch nicht haben wollen würde, ist halt eine Komplettaufgabe dieser Möglichkeit, da ein bisschen zu taktieren und auch sich, Wolfram, man spricht sich ja unterhalb der, bei den Fachabgeordneten spricht man sich ja mit den Fachabgeordneten ab und nicht Heiko mit dir und dann mit den Fachabgeordneten, sondern das machst du ja selber. Und da erwarte ich eigentlich auch von jedem Abgeordneten, dass er das tut, auch in der Sitzung noch. Und die Möglichkeit möchte ich mir dann nicht nehmen lassen, wenn es gute Gründe dafür gibt, irgendeinen Tagesordnungspunkt beim nächsten Mal draufzunehmen und nicht bei diesem Mal, dann möchte ich es auch weiter beibehalten. Gut, vielen Dank. Die Redeliste hat sich wieder gefüllt. Ich würde allerdings, weil ich sehe, dass wir da, wenn wir da irgendwas machen wollen, wahrscheinlich doch noch einen Antrag in die Fraktionsversammlung brauchen und ansonsten hier ewig diskutieren, die Redeliste auch gerne jetzt schließen, um die Diskussion an dieser Stelle irgendwie zum Abschluss zu bringen. Und wenn es da keinen Widerspruch gibt, dann machen wir das erstmal so. Kann man ja auch zur Not wieder öffnen. Phil, Heiko, Pavel. Ja, nee. Danke Martin nochmal für die weiteren Erläuterungen. Meine Frage hat sich damit erledigt. Heiko? Ich wollte nur die Frage von Faxer noch beantworten bezüglich, wie viel da aufgelaufen ist. Also da läuft nichts auf. Also wir haben da irgendwie immer zwei Anträge oder so, die dann sind, aber die kommen wir beim nächsten Mal dann drauf. Und da wird nicht viel irgendwie hergeschoben oder so. Wir haben jetzt eine Zeit lang gehabt, unsere Anträge hier mit Bewerbungsdingens und die wir einmal oder zweimal vertagt hatten, weil die so weit am Hinten waren, dass die irgendwie nicht mal ansatzweise irgendwie beraten worden wären. Und aber sonst, also wir haben da keine lange Liste. Also die langen Listen liegen in den Ausschüssen, weil die Ausschüsse diese ganzen Anträge, die wir reinpumpen, einfach nicht abarbeiten können. Das ist eine andere Sache, über die wir, aber die nicht im Plenum geredet werden muss, sondern über die man überfraktionell mal reden muss, dass man. Das kannst du auch immer sehen als Hinweis, wenn du auf die jeweils nächste Fraktions Plenarsitzung im Redmine klickst, weil sobald das vertagt wird und verschoben wird, wird es da auch hin verschoben. Also dann siehst du, wie viel da rüber vertagt wird. Pavel. Ja, ich wollte jetzt einen Vorschlag machen, wie wir konkret weiter damit umgehen, damit es nicht
beim schön, dass wir mal drüber geredet haben. Mir scheint das Konkreteste, was wir jetzt hier aus der Debatte mitnehmen können, wäre, dass wir einen Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung ausarbeiten und stellen, und zwar für eben einen festen Endzeitpunkt. Und da können wir, warum sollten wir da nicht auf unsere Piratenerfahrungen zurückgreifen bei Sitzungen, dass man sagt, dass halt zu Beginn der Sitzung halt gleichzeitig, wenn man halt über die Tagesordnung abstimmt, über den Endzeitpunkt abgestimmt wird und dass der Mechanismus halt so funktioniert, dass die Sitzung halt, dass man beispielsweise auch in keinen neuen Tagesordnungspunkt mehr eröffnet, wenn nicht noch 30 Minuten Zeit sind beispielsweise. Oder man kann sagen, okay, der sozusagen der letzte Tagesordnungspunkt wird dann noch zu Ende gemacht, könnte man alternativ auch machen, aber das wäre es halt ganz konkret in dieser Richtung einen Geschäftsordnungsänderungsantrag ausarbeiten und einbringen, und dann werden wir sehen, was dann passiert. Gut, dann wäre die Frage noch, ob jemand sich dessen hier in der Runde annehmen möchte. Simon bestimmt auch. Haben wir noch zwei. Simon noch bestimmt auch. Also ich habe drei Hände gesehen und das ist ja noch offen für, also auch wenn Simon, glaube ich, da noch was einbringt. Aber dann hat niemand was dagegen. Wenn Heiko noch mal was sagt, dann sagt er noch mal was. Ja, nee, ich wollte jetzt nur kurz sagen, also ich würde mich darüber freuen, wenn alle Fachpolitiker, also spätestens, also wenn wir heute die Anträge jetzt machen, dann kommen die anderen ja auch. Das heißt, wir haben morgen, morgen bekomme ich ja quasi die erste Abwicklung, also mit allem, was halt auf der Tagesordnung draufsteht. Die schickt die Jenny ja auch immer rum dann. Das heißt, ihr bekommt die dann ja und könnt euch das ja angucken und seht ja dann, welche Tagesordnungspunkte da draufstehen. Und ich würde es gerne haben, wenn ihr mir bis Dienstag vor dem Plenum spätestens um 12 Uhr mitteilt, ob ihr bei Punkten Redebedarf habt oder keinen Redebedarf habt, damit ich dann im Zweifelsfall dann nämlich schon bei der Tagesordnung, also auch bei anderen Anträgen, zum Beispiel wenn die Grünen Beratungsvorbehalt haben, dann kann ich wenigstens das Protokoll geben, dass wir da kein Beratung, also dass wir da nicht zu beraten wollen an der Stelle, sodass sich halt die anderen auch darauf einstellen können, okay, dass wir halt proaktiv an der Stelle sind und ein bisschen nach vorne gehen. Möglicherweise kriegen wir es ja auch hin, dass die anderen sich dann auch irgendwann darauf einlassen und dann auch sagen, okay, gut, dann machen wir das gleich weg. Also ihr könnt ja zum Beispiel auch im Vorhinein schon mit den anderen Referenten in eurem Gebiet, Referenten sage ich schon, mit den anderen Fachpolitikern der anderen Fraktionen reden. Also vor allen Dingen mit den Grünen bitte. Also es wäre gut, also das ist der Hauptgrund. Also die Linken sind kein Problem, die CDU und SPD reichen eh keine Anträge ein. Der Hauptgrund sind die Grünen, die einfach 20 Anträge einreichen, und das, ja, eigentlich sind immer nur die schuld. So, der Heiko hat die Redeliste wieder eröffnet und jetzt kommt Martin wieder dran. Dankeschön, nur ganz kurz. Also das Heiko sagt, was Heiko sagt, ist total sinnvoll, weil ich glaube, auch die Grünen werden in den ältesten Ratssitzungen eher bereit sein, frühzeitig mal Ja oder Nein zu sagen, was ja immer das Problem ist, wenn von uns zum Beispiel eine klare Ansage kommt. So. Was ich dann noch, ich habe es vergessen. Gut, dann ist jetzt Plätzchen dran. Bitte. Und zwar spricht Plätzchen zur Aufzeichnung der Fraktionssitzung. Genau. Da ich nicht weiß, wer es entscheidet, mache ich es hier. Es geht um die Aufzeichnung der Fraktionssitzung und das Streaming. Es hat vor allen Dingen etwas zu tun mit der Sitzordnung. Im Moment ist es so, dass wir irgendwie der Hälfte von uns der Kamera den Rücken zudrehen und vor allen Dingen auch den Zuschauern. Und ich finde das sehr unschön. Das ist halt einmal so ein Ding, weil es irgendwie abweisend wirkt. Aber vor allen Dingen kann man nicht sehen, wer gerade spricht, so richtig. Außerdem gibt es ein weiteres Problem. Christopher, Daniela, Faxe und vielleicht Fabio und vor allen Dingen die beiden, die hier sitzen, kann man halt immer auf den Laptop schauen. Und das liegt einfach nur daran, dass irgendwo die Kamera stehen muss. Deswegen würde ich vorschlagen, dass man zu einer Sitzordnung übergeht, die
einem U ähnelt. Ähnlich wie in anderen Vorschlägen, so wie wir es auch schon mal hatten. Als das hier eingeführt wurde, der Kreis, hat man gesagt, ja, man muss sich irgendwie aneinander gewöhnen und man will den Leuten in die Augen schauen. Ich glaube, an das U haben sich inzwischen so ziemlich alle gewöhnt, weil das, ich glaube, in jedem Ausschuss so ist, dass es ein U ist. Zumindest in fast jedem. Und es hätte halt den riesen Vorteil, dass man die Kamera so da inzwischen die Stühle stellen kann und dann allen nur noch ins Gesicht gucken muss. Nämlich und auf die vordere Seite ihres Notebooks. Also es wird keiner mehr gezwungen, irgendwie dahinter zu sitzen. Ein weiterer Vorteil ist, man könnte die Praktikanten eventuell auf den Tisch dort vorne setzen, der jetzt ja neu ist. Und wir müssten nicht unsere Mitarbeiter immer dem Internet präsentieren. Das ist nur ein Vorschlag. Ich fände es halt besser, dann wären die Aufzeichnungen der Fraktionssitzungen, die Videoaufzeichnungen auch irgendwie schöner und mehr wert, meiner Meinung nach. Und ich wollte es einfach mal vorschlagen, und da heute nicht so viel los ist, erschien es mir passend, es heute zu machen. Gut, vielen Dank. Der Martin sagt dazu was. Also Rückmeldung aus dem Internet, lieber Plätzchen. Das Internet sagt, man kann auf dem Live-Bild eh nichts auf den Laptops erkennen. Das ist... Danke. Das ist auch nicht so ein Problem. Mir ist die Sitzung im Prinzip, Sitzordnung im Prinzip egal. Ich darf nur daran erinnern, dass wir ewig darum gestritten haben und ich sie inzwischen auch so etwas als ein liebgewonnenes Alleinstellungsmerkmal wahrnehme. Aber ansonsten macht. Vielen Dank. Jetzt ist Philipp noch Plätze noch mal dran. Du wolltest noch mal was sagen, oder? Ja, das gilt natürlich beim Stream nicht. Der strömt in zu schlechter Aufzeichnung, in zu schlechter Auflösung. Wir zeichnen allerdings mit 1080p auf und da ist es technisch durchaus möglich, keine Details zu erkennen, aber zumindest Ansätze davon. Also zumindest kann ich gerade entscheiden, ob jemand spielt oder Protokolle liest. Oder YouTube-Videos guckt oder was auch immer. Und ich sage jetzt YouTube. Naja, aber der größere Problem und was ich außerdem als Argument eben vergessen habe, ist, man sieht halt auch von Leuten irgendwie unfreiwillig den Hintern, weil sie irgendwie hier die stufen Stühle bei mir immer die Jacke hochrutschen lassen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das wäre auch noch ein Argument dafür. Gut. Die Latzhose hat ihren Vorteil. Vielen Dank. Jetzt Christopher, danach Pavel. Ja, erstmal möchte ich meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass wir uns hier live gestreamt im Internet über dieses Thema unterhalten. Auf einer Fraktionssitzung, dafür wurde ich, glaube ich, wurden wir alle gewählt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich hätte jetzt gerne einfach ein Meinungsbild. Wir hatten früher diese Diskussion, es ging darum, dass wir nicht dieses U wollten, weil das immer irgendwie so komisch pressekonferenzmäßig aussieht. Es ist auch einfach schwierig, weil sich Leute dann eben nicht sehen oder man immer die ganze Zeit nach links oder rechts gucken muss. Ich verstehe nicht, warum wir das jetzt hier diskutieren, irgendwie aus ästhetischen und sonst was für Gründen. Die Sitzordnung wieder zu ändern, damit es auf Kamera schöner aussieht. Also ich hätte jetzt gern ein Meinungsbild. Wer möchte ein U, wer möchte einen Kreis und dann bitte den nächsten Tagesordnungspunkt. Ja, dann holen wir das ein. Wer ist dafür, dass wir ein U machen? Also das ist überwiegend negativ. 5:3. Oder? 5:3. Ja, ne? Überwiegend nicht. Und wer möchte den Kreis? Das ist überwiegend positiv. Und dabei bleibt alles so, wie es ist. Und ich hatte ja. Ach so, genau, Pavel, du wolltest noch was sagen, genau, bitte. Ich wollte noch anregen, dass wir vielleicht nochmal über eine technische Lösung dann in dem Zusammenhang nachdenken. Brauchen wir jetzt hier nicht zu diskutieren. Nee, aber tatsächlich glaube ich, gibt es auch vor dem Hintergrund, wie interessant oder langweilig oder was kann man erkennen oder nicht. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, die sollten wir jetzt nicht hier diskutieren, damit es nicht zur Tool-Diskussion ausartet, aber man kann zwei Kameras verwenden, man kann überlegen, ob man eine in die Mitte stellt und anderes. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Diskussion, die wir nicht irgendwie mit 20 Leuten führen müssen. Gut, vielen Dank. Ja?
Ja. Vielen Dank, Pavel. Wir starten jetzt gerade die Tool-Diskussion und deshalb schließe ich jetzt auch wieder die Redeliste und frage, wer möchte noch drauf? Also das ist Phil, das ist Alex, Murlang, das ist Martin. Will noch jemand? Plätzchen. Niemand mehr? Plätzchen, ja, du stehst als zweites drauf. Da steht Phil. Ja, Philipp. Achso, dann schreib Plätzchen hier. Nee. Ich schreibe das, was ich will, auf meine Redeliste und damit ich mich hier zurechtfinde. Und der Fabio will noch. Will sonst wirklich niemand mehr, weil dann ist es zu. Gut. Philipp, Alexander Morlang, Martin, Fabio. Bitteschön. Ist ganz einfach, warum wir das hier diskutieren, lieber Christopher, weil ich nicht weiß, wer das sonst entscheiden soll. Der Vorstand glaube ich auch nicht. Und ich kann auch nicht jeden Einzelnen fragen und ich kann euch nicht immer ständig im Büro besuchen. Also ich finde halt deine Polemik unangebracht. Entschuldigung. Ja, ruft mich einfach an, wenn der Tagesordnungspunkt rum ist. Ja. Was Pavel sagt, also genau dafür gibt es ein Redmine, um das nachzugucken. Dazu gab es bereits eine Abstimmung und da hieß es nämlich genau, wir wollen das nicht, das ist alles viel zu teuer. Ich habe da schon mal rausgesucht, dieses Angebot. Also wenn ihr mir 2000 Euro gebt, ich merke an, dass wir gerade eine neue Kamera gekauft haben, um dieses hier besser abbilden zu können. Wenn ihr mir 2000 Euro gebt, kriegen wir das auch hin mit einer technischen Lösung. Dann können wir aber auch direkt jemanden einstellen, der Filme schneidet und auch das wolltet ihr nicht. So, also nur deshalb, warum die Sitzordnung die einfachste Lösung ist. Und ich deswegen das anrege. So, und jetzt war es das dann auch. Danke. So, Alex? Lieber Pavel, jeden Dienstag um 11 Uhr ist das Meeting der revolutionären Massen der IT der Piratenfraktion des Landes Berlins. Das ist der geeignete Ort, um technische Debatten auf höchstem Niveau zu führen. Wenn du dich vorher anmeldest, können wir auch eine halbe Stunde extra einplanen, um das eine ausufernde Debatte auf höchstem Niveau zu führen. Dieses hier ist tatsächlich nicht das geeignete Forum dafür. Vielen Dank. Martin, danach Fabio. Ich wollte nur bekannt geben, dass die Grünen sich gerade über die Gartenschau, den Flughafen, sozialen Wohnungsbau und andere Dinge unterhalten auf ihrer Fraktionssitzung und wir über Streaming und die Sitzordnung. Vielen Dank für die Information. Jetzt kommt Fabio dran. Ja, also über U und O und über die Streaming und so, da kann man natürlich, ist jetzt vielleicht wirklich nicht so spektakulär, aber ich würde schon ganz gerne mal daran erinnern, dass wir uns sowohl in Potsdam als auch danach vorgenommen haben, über die Fraktionssitzung zu sprechen, über die Struktur der Fraktionssitzung, über die Art und Weise, wie wir mit der Fraktionssitzung und dem Ablauf zufrieden sind oder eben nicht zufrieden sind. Wir hatten da mal provisorisch einen Antrag angenommen, dass der Fraktionsvorstand sich da ein Konzept überlegen soll. Ich kann auch gerne mal den Antrag gleich ins Protokoll reinstellen. Vielleicht möchte der Fraktionsvorstand das auch nicht machen, vielleicht wäre es auch sinnvoller, irgendwie einfach mal so eine Kommission aus Freiwilligen zu bilden, die sich halt darüber Gedanken machen. Vielleicht ist jetzt irgendwie, hat sich irgendwas verändert, was ich nicht mitbekommen habe oder so. Vielleicht ist das Thema jetzt auch irgendwie weniger relevant, keine Ahnung. Aber unabhängig vom Streaming glaube ich schon, dass es, also ich finde einfach, die Fraktionssitzung ist halt der eine Ort, an dem alle unsere Prozesse, die sonst so in der Fraktion passieren, alle unsere Entscheidungen, alle unsere Kontakte kulminieren einmal in der Woche. Ich finde diese Fraktionssitzung sehr relevant als Ort, als Gremium und auch als Prozess, wo wir uns treffen. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass wir uns über den Ablauf auch Gedanken machen. Ob das jetzt konkret im Fraktionsvorstand passiert oder auf der Fraktionssitzung oder man einfach sagt, wir setzen uns mal zu viert zusammen, alle, die Interesse haben, und reden mal über die Punkte, die wir verändern wollen, bin ich ehrlich gesagt offen, aber ich finde es durchaus angebracht, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde es nicht, irgendwie absurd. Ich finde es auch keinen Grund, jetzt den Raum zu verlassen. Und wir haben noch 2 Stunden Zeit, wir können gerne über die Gartenschau oder andere Themen sprechen. Ich finde, aber die Frage, ob wir über solche Themen auch mal irgendwie grundsätzlich sprechen wollen oder auch über den Anschlag auf dem Alexanderplatz mal grundsätzlich sprechen sollen, auch wenn es dazu keinen Antrag gibt, genau sowas kann man auch mal sehr grundsätzlich besprechen und ich möchte doch dazu aufrufen, dass man das jetzt nicht irgendwie abwirkt mit dem Hinweis darauf, dass man ja schon mal irgendwann sich darüber unterhalten hat, dass man jetzt im O und nicht mehr im U sitzt, weil das war nämlich wirklich eben auch damals
haben wir sehr, sehr lange über diese Fraktionssitzung gesprochen und den Ablauf. Und es ist eigentlich, war es ein großer Konsens, dass sich auch mal sehr grundsätzlich was verändern sollte. Das Einzige, was sich konkret verändert hat, war, dass die Tische danach so ein bisschen angewinkelt wurden, im 15-Grad-Abstand ungefähr. Und das war's. Also insofern, wir haben den Prozess mehrfach aufgenommen und dann immer wieder einfach fallen lassen, ohne dass sich wirklich grundsätzlich was verändert hat. Insofern, ich finde es ein wichtiges Thema, über das man auch gerne noch länger und auch noch öfter diskutieren kann. Halt dann am besten auch mit Ergebnis. Das stehe ich gerne zu. Gut. Ja. Gut. Wer möchte, ruft jetzt Alex, Christopher Lauer an. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Berichte, die werden nach guter Übung im Protokoll vermerkt, damit sie dort dann dokumentiert sind. Top 7 ist der nicht öffentliche Teil. Bitte? Meinungsbild? Ja? Das ist mir heute aufgefallen. Ich hätte gerne ein Meinungsbild der Fraktion, ob Sie von mir aus dem Präsidium dann so einen schriftlichen Bericht erwarten oder ob dann, wenn es läuft, dieses RedMine-Projekt euch reicht und die Protokolle, die da hochgeladen werden. Gut, dann frage ich mal, wem... Schriftlicher Bericht hier im Protokoll, die Alternative habe ich ja genannt, damit es eine Ja-Nein-Frage bleibt. Schriftlicher Bericht. Was? Schriftlicher Bericht hier im Protokoll, ja oder nein, das ist die Frage. Dann frage ich mal. Die Alternative, also dann ist, stelle ich erstmal fest, das Meinungsbild ist ja, nicht eindeutig. Und dann erhebe ich nochmal ein Meinungsbild, wer, wem reicht ein Bericht von Martin aus dem Präsidium im RedMine-Projekt? Da gibt es dann keinen. Der ist aber ein Meinungsbild, was ich abrufe. Ist aber eine sehr geringe Beteiligung. Ich hatte gefragt, wem reicht ein Bericht des, aus dem Präsidium von Martin in dem RedMine-Projekt, wenn es denn existiert? Ja, und, ja gut, aber da erkennt man ja, was passiert. Ist trotzdem geringe Beteiligung und eindeutig positiv, das stimmt, also mehrheitlich. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der nicht öffentliche Teil und da hätte ich gerne jetzt einen Antrag bzw. eine Begründung. Ja, der Antrag ist gestellt. Ich habe ihn gestellt, weil ich über was Organisatorisches mit der Fraktion reden möchte und damit das nicht wieder zu einer Standheizungsdebatte verkommt, würde ich da gern, wie gesagt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich reden. Es hat keinerlei politische Relevanz im eigentlichen Sinn und es sollen auch keine Beschlüsse direkt gefasst werden. Ich möchte da nur über was mit euch reden. Gut, dann lasse ich drüber abstimmen. Wer ist dafür, dass wir die Öffentlichkeit jetzt ausschließen? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stimmen dafür und 1, 2, 3, 4 Stimmen dagegen, also knapp gewonnen. Und dann noch was Organisatorisches. Ich hatte ja am Anfang angekündigt, dass wir dann den Tagesordnungspunkt 6 mit der Organklage und unserem Gast dann nicht protokollieren. Ich fände es auch sinnvoll, wenn wir dann nach dem nicht öffentlichen Teil die Fraktionssitzung sozusagen beschließen. Wir können ja noch weiter streamen, aber ich glaube, das können wir dann einfach als anschließenden Teil nach der Fraktionssitzung machen, diesen Punkt, oder? Gibt es dagegen Widerspruch? Weil dann wäre das Protokoll tatsächlich weg und wir müssen es nicht protokollieren. Dann war das ein Antrag... Doch, stream schon. Also es ist öffentlich und können dann auch alle ab 18 Uhr wieder dabei sein. Ja? Okay, wer braucht die Kamera ab, weil ich bin dann nicht mehr hier, meine Arbeitszeiten enden da. Sorry, ich arbeite nicht dran. Ja, wir also brauchen einen Freiwilligen. Hast, es gibt auch übrigens gerade eine Nachricht. Wenn Sie diese Nachricht lesen, dann werden Sie neue Erkenntnisse. Ah, der Herr Schneider. Gut, der Herr Schneider ist ab 16.30 Uhr im Abgeordnetenhaus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir dann um 16.30 Uhr diesen Teil machen sollten. Dann würde ich sagen, wir unterbrechen dann einfach den nicht öffentlichen Teil.
Ist hier jemand im Raum, der dann die Kamera starten und stoppen kann? Das würdest du machen? Gut, dann würde ich jetzt sagen, bis, sage ich mal, 16.20 Uhr machen wir jetzt den nicht öffentlichen Teil. Da machen wir eine Pause und machen um 16.30 Uhr dann mit dem Herrn Schneider weiter. Nein, das ist ja alles nur noch nicht öffentlicher Teil oder keine Fraktionssitzung mehr. Gut. Dann, Stream aus und Öffentlichkeit bis 16.30 Uhr wieder. Bis dahin sind Sie wissen schon.